Jo, servus und weiter geht's mit dem nächsten Teil zu Home Sweet Home. Wir müssen eine Säge finden oder irgendwas, um die Ketten durchzusägen. Wie viele Räume hat sie, Alter? Okay, okay, ich bin jetzt im Kreis gelaufen, okay. An sich habe ich jetzt alles geöffnet, was ging. Ich finde aber gerade nichts. Ey, warte mal. Ach, da ist ja eine. So, jetzt. Scheiße. Jetzt kommt die gleiche Scheiße wie beim, Oh Gott. Ja, jetzt kommt... Das ist wieder die gleiche Scheiße jetzt wie bei Home Sweet Home. Gegen die Tussi am Ende. Okay, da ist sie jetzt. Ah, Junge, die sieht mich ja von der ganzen Entfernung, oder wie? Oh Gott. Alter, die ist doch broken, jetzt mal ohne Spaß. Von wie weit sieht die mich bitte? Uiuiuiui. Das ist nicht einfach, Mann. Das ist scheiße schwer. Hier gibt's nicht mal Schränke. Junge, die Tussi ist echt broken. Alter, ich schwör's dir, die Tussi ist broken, Alter. Ich hab keine Lebensdinger mehr. Oh, Junge, Alter. Alter! Das ist doch viel zu schwer! Wo hat sie mich gesehen?
Eieieiei. Schnell, 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 schnell. Alter, das will die mich doch ficken, Mann. Jetzt ist sie wieder weg. Okay, jetzt aber schnell, Alter. Warte, wieder weg. Junge, das haben die mal ein bisschen zu schwer gemacht, meiner Meinung nach, gerade. Alter. Guck mal, wie soll man das schaffen? Oder taucht jemand da auf, wo ich gerade stehe? Weil dann... Puh, das war gerade knapp. Alter! Nein, Mann. Alter, was erwarten die von mir? Ernsthaft jetzt? Jetzt muss ich mal hier kurz durchgucken. Erstens ein Schrank hier, okay. Was geht hier so? Ah, okay. Gut zu wissen, dass hier sowas ist. Das ist richtig heftig. Muss ich schon sagen, Alter. Ein bisschen krass, Mann. Also. Wo ist der nächste Schrank? Hier durch. Und dann hier, okay. Nein, dein Ernst, Mann. Nein, du Vollpfosten. Also dann. Ha 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 ha!
Nein! Das ist doch viel zu heftig! Wir sollen das schaffen! Digga, ich beende die Folge nicht, bevor ich das nicht geschafft habe. Das ist ja kein Schrank zum Verstecken, oder? Nö. Das ist echt heftig, Mann. Die ist richtig fucking fast. Die teleportiert sich auch durch. Ist scheißegal, ob ich mich im Schrank verstecke, ehrlich gesagt. Schon fast. Also. Ich überlege gerade, wie ich es machen soll. Die Figuren bewegen kann ich nicht, nein. Sonst würde ich die alle in Dings in dieses Zimmer einsperren, Alter. Guck mal, die kommt sofort, Alter. Ist ja nicht so wie bei der Cuttermesser-Bitch da von Teil 1. Die ist ja mal richtig krank, die hier. Alter. Wenn ich wüsste, ob es da einen Trick gibt. Ich glaube, während sie eigentlich rumläuft, müsste ich das machen, aber kann ich auch nicht, weil die echt scheiße schnell ist. Oh mein Gott, war das gerade knapp, Digga. Oh fuck.
Mann, Digga, der hat auch so ekelhafte Routen. So, also wir machen jetzt die ganze Zeit das Gleiche. Ich glaube, das ist am besten. Ja, das ist das Beste. Geht am schnellsten und man gammelt die ganze Zeit hier. Oh nein, Alter. Ja, die hat mich. Nein, bitte, ich will nicht sterben. Alter Schwede, nicht, Alter, ich bin so kurz davor, Mann. Oh Gott, da ist sie schon. Komm schon, Digga. So, wieder das Gleiche. Digga, wo? Wieso sieht sie mich auf einmal, Digga? Wird die intelligenter oder was? Also, sobald die Scheiße da weg ist, werde ich mir die Seele aus dem Leib schneiden. Also an der Kette, meine ich. Komm schon. Oh. Oh, Junge. Alter. Da kann ich mich irgendwo hinsetzen, doch. Krank. Krank. Okay, Leute, hier machen wir einen Schluss. Das war gerade schon genug. Verfickte Scheiße. Bin mal gespannt, wie andere das gemacht haben jetzt. Ob die das anders gemacht haben, ob die das auch gleich gemacht haben. Also das war eigentlich, finde ich mal, so die beste Taktik. Da warst du immer schnell an der Tür. Und die hat dich nicht gesehen. Weil sie wegzulocken hat nichts gebracht. Weil die irgendwie immer da gespawnt ist, wo du, glaube ich, warst. Oder irgendwie nah an der Tür. Ich weiß auch nicht, Alter. Ah, ja. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.